dafür ist das da. Turtle Sniffing. Nice. Yo, perfekt. Wow. Nice. Wie hast du dir das Ganze hier vorgestellt? Ja, einfach mal schauen. Was sich so ergibt. Ja, genau, was wollen wir bauen? Weißt du, was ich bauen möchte? Ich fange die ganze Baufolge mal an. Und zwar, in Russland haben wir immer ungefähr hier, es fehlt nämlich so ein mega stylisches Plumpsklo. Ja. Kannst du das nochmal höher? Das konnte ich da irgendwie höher sitzen. Bild hoch. Ja, Bild hoch. Das ist so typisch Baustelle. Erstmal wird das Dixie-Klo aufgebaut. Ja. Per Zufall. Warte mal, ist da gerade einer langgelaufen? Ich habe irgendwie Schritte gehört. Ich glaube, das war ich. Da ist jetzt so Toilettenpapier drin. Echt? Ja. Take Toilet Paper, ja. So, Dixie-Klo steht. Jetzt können wir arbeiten. Kennst du die deutschen Arbeiter? Ich habe noch nie arbeiten gesehen. Ich bin immer so nur rum. Ja gut, so machen wir das jetzt auch, ne? So, okay, einer baut, zwei gucken zu. Eine ganz normale Baustelle. Kann man hier eigentlich lieber gucken? Da ist einer. Echt? Hey, du, hey, du. Der hat sich da hinten, da siehst du, da siehst du. Hey. Jetzt, du sagst, ich habe einen laufen hören. Der ist nach rechts weggelaufen. Okay. Ich geh mal auf den Turm drauf. Hat einen Survivor-Skin und so ein Pack wie ich an. Ein Survival-ACU. Und wenn der das hat, dann könnte das sein, dass er auch an dieser Stelle war, wo ich eben war. Und da gab's Waffen, da müssen wir aufpassen. Hey, Dude. Ich geh mal raus und unterhalte mich mal mit dem. Okay, pass auf. Ja, der scheint weg zu sein. Ich sehe da mal nicht, aber hey, dude. Aussicht. Naja. Das war der andere Praktikant. Ne, das sind die normalen Fußgänger. Bist jetzt wieder am Haupttor? Also eben gerade gewesen? Genau, das war ich. Gut, wie haben wir uns das vorgestellt hier? Also wenn ich das bauen würde, dann wäre es ganz stinklangweilig in so einem Viereck. Das wäre einfach zu langweilig. Ich bin nämlich mega unkreativ, was sowas angeht. Deswegen darfst du den ersten Spatenstich machen. Ich nehme mal hier die zwei Cinderblocks. Mhm. 24 Cinderblock-Balls. Ah, das sind übrigens nur so halbe. Die kann man upgraden. Da brauchen wir nochmal drei Cinderblocks hier und ein Bucket of Mortar. Okay, wir haben 5 Cinderblocks und 4 Buckets. Aber wir haben noch ein Briefcase. Ich glaube, Cinderblocks kann man kaufen, oder? Ja, Cinderblocks und Bucket of Mortar. Ich kann mal eben welche holen gehen. Ja gut, dann können wir schon mal die Grundstruktur legen, während Perry schon mal das Zeug holt. Genau. Wollen wir erst den Boden machen, also die Metal Floors? Ja. Ich helfe dir mal tragen. Aber ich habe mal 3 Stück genommen. Mehr traue ich mich nicht, weil meine hat so schon komplett. Mehr wird doch heftig. Laufen. Metal Floors. Komm, ich nehme 4, YOLO. Also hier würde das Haus, glaube ich, ganz gut hinpassen. Weil diese Bank ist zwar etwas höher. Das heißt also, wenn wir nur den Boden bedecken, dann müsste man die Bank immer noch ganz gut erkennen. Ja, das ist cool. Da haben wir gleich eine Innenanrichtung. Ich hol mal eben das Auto hier hin. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wenn der Server resetet oder so, der Server auf einmal abstürzt, wie der jetzt sehr gerne in den letzten Tagen gemacht hat, dass auf einmal alles gut ist. Ja, mach das. Aber auf jeden Fall danke schön Perry, weil der Perry hat hier das meiste organisiert. Oh ja, danke schön. Von wo soll das Haus denn starten? Also gleich von der Ecke aus oder nur ein bestimmter Bereich hier? Ich würde sagen von dem Stein ungefähr so, dass man vielleicht dahinter neu laufen kann. Vielleicht eine Garage oder so. So hier? Also so in der Art? Willst du die Steinmauer mitnehmen oder willst du ein bisschen zurückgehen sozusagen? Vor dem Stein bauen. Weil diese Steinmauer kann man zum Beispiel später, würde ich die gerne nehmen, um die Cinderwall einfach da dran zu setzen, dass sie mit eingebaut wird. Gibt dann so einen kleinen optischen Kick. Ja, so hier. So eine Art. Für die Leute, die zugucken, wir machen das diesmal übrigens ohne Kompass, also es kann ein bisschen schräg werden. Wir machen es YOLO so. Okay, dann kontrolliere einfach mal, ob da hinten passt ungefähr, ob das so ungefähr gerade ist. Ich würde sagen sogar, dass wir diese Linie von dieser Bank hier mitnehmen sozusagen, weil dass du das
parallel an der Baust. Weil wenn wir später dann die Wand hochziehen, dass die Bank, dass diese Bank hier, dieser Tisch, dass er genau gerade steht im Haus, weißt du? Stimmt. Aber ich würde sagen, nochmal ein bisschen rückwärts gehen. Nochmal ein kleines Stück. Genau so. Okay. Dann steht nämlich der Tisch. Je nachdem, wie wir das Haus weiterbauen. Also ich würde ja sagen, noch ein Metal Floor. Wir können zur Not hier so einen Raum nachbauen oder so. Und das wird dann genau in der Mitte stehen. Genau in der Ecke stehen. Erstmal Pause machen, ja, sagst du. genug gearbeitet, erstmal Pause. Genau. Okay. Weil ich kenne das ja, weil so bei Kollegen arbeiten ja auch so an Baustellen. Ja. Und die sagen, das ist echt eins zu eins das genauso, ne? Die sagen, wer zuerst im Bagger sitzt, ne, der hat das beste Leben auf der Baustelle. Okay. Bei manchen Dingern kannst du übrigens auch so Snapping machen, dann tut das direkt automatisch dran setzen. Ach, sieh an, warte, das muss ich gleich probieren. Dafür okay. Ist das da. Toggle ja. Snapping. Nice. Yo, perfekt. Wow. Nice. Maschine. Perry wartet auch. Weißt du, der Perry wartet, bis wir schon anfangen so zu bauen. Ja. Ja, beim ersten geht's ja nicht. Aber der sieht echt gut und so. Besser als mit GPS. Ja. Nice, Alter. Okay, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir hier freilassen oder auch nochmal eine Platte hin? Das Dixie-Klo muss ja frei bleiben, ja. Das ist eigentlich ganz cool, genau. Hier in der Ecke. Dixie-Klo, ja, das ist okay. Nur was machen wir hier? Ja, ich würde sagen, wir setzen einfach noch eine Platte. Umso größer das Haus, desto besser. Genau. So schnell geht's, ey. Warum haben die das jetzt erst eingeführt? Ne? Ich weiß noch, wo ich damals ganz große Basen gebaut habe. Das war so eine scheiß Arbeit. Ich habe mal eine Folge bei dir gesehen, so wie du eine Base gebaut hast. Ich dachte so, alte Falter, geht mal gar nicht. Ja. Ach so, das kann ich jetzt mal sagen. Wie, was mit der Base-Building-Folge 3 von 3 ist. Genau, hey Captain yeah. Skooma, wo bleibt die 100, die eigentlich als 100. Folge kommen würde, die yeah. 3 von 3 Baseball-Folge. Genau, ihr fragt mich ja immer ganz oft, wo die dritte Folge von Base-Building 1 bis 3 bleibt. Ja, der Server wurde zurückgesetzt, bevor wir sie machen konnten. Und Mucke und ich hatten uns dann ja getroffen, angefangen Videos zu machen und hatten halt gesagt, ja, irgendwann bauen wir halt dann eine eigene Base. Und wenn das soweit ist, dann kündigen wir das auch so an. Und dann, also so gesehen ist das jetzt die Entschädigungsfolge für die 3 von 3, die jetzt fehlt. Es war halt alles scheiße gelaufen. Und ja, mir fiel schwer, das zuzugeben. Ja, ich finde das mega lustig, aber du kannst da nichts dafür, das ist ja... Ja, klar. Ja. Bam. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ja, das auf jeden Fall. Naja, aber dafür schaut ihr jetzt gerade eine Basebuilding-Folge. Aber ich muss ehrlich sagen, mich würde sowas mega demotivieren, wenn ich so eine fette Base... Und du hast ja schon eine richtig fette Base gebaut. Mhm. Aber wenn die dann auf einmal weg wäre. Ja, das war auch scheiße. Okay, ich finde das eigentlich schon eine geile Grundstruktur. Da könnten wir hier so die Tür reinmachen, weißt du? Dann hat das ein bisschen Form, weißt du? Ja. Und vielleicht hier noch so ein Dach drüber, irgendwie. Und dann können wir jetzt mal mit den Wänden anfangen an sich. Willst du einfach alle nehmen und ich trage dich nach unten? Ja. Aber pack die alle in deine Tasche, soweit das geht, weil dann kann ich dir die rausnehmen, weil sonst liegst du da ernsthaft ein Jahr lang, eine ganze Folge lang liegst du da. Okay, willst du mich von Anfang an tragen, weil ich wieg 16.000 LB? Nö, warte, lass mich. Also ich will nicht die Treppe runterfallen. Lauf mal hier ein bisschen so durch die Gegend. Warte, ich mach mal die Tür vom Klo zu. Das ist unser VIP-Mitarbeiter-Klo. Warte, ich werde die im Moment umkippen. Einen Moment. Hab's gleich. Okay, ich bin. Ja. Okay. Schlepp mich. Läuft bei dir. Vergewaltigung. The Drake Woody. Aber wir haben das, bei irgendeinem Spiel hatten wir das so. Ja. Haben wir gesagt, um rauszufinden, wer friendly ist und wer nicht, der legt sich auf den Boden und sagt: Vergewaltigung. Ich glaube, das war sogar Daisy. Oh, guck mal, da wird der wach. Bleib liegen. Nee, ich werde hier wach. Alles wird gut. Wie mich unter der Treppe lang ziehst. Oh, warte, es gibt doch hier so ein Feature, Moment.
Ja, was mach ich denn da? Du wechselst die Seiten. Hä? Der nimmt... Der, hä? Hast du das... Oh mein Gott. Der nimmt dich, glaube ich, auf die Schulter... Hä? Du wirst dich doch wohl auf den Arm nehmen. Der das war eigentlich der Effekt. Ja, ich hab's also dieses gesehen. Ah, weißt, was ich meine, ne? Drag Body, Drop Body, so. Warte, bleib liegen. Oh, ich kann die Sachen schon einlagern. Ich hatte eben schon okay, die Option. Perfekt. Nice. Dann mach du das. Ich nehm dir trotzdem noch ein paar ab. Ah, ich bin wieder da. Gleich Painkillers nehmen. So. Schon geht's mir wieder gut. Also Leute, auch im echten Leben, einfach von, wenn er abstürzt, einfach nur vom Kumpel tragen lassen, danach Painkillers schlucken und dann genau. Ist. Ja. Wie jedes Wochenende abends. Richtig. Wenn ihr Bock habt, auch ein bisschen Morphin nachschmeißen. Und dann ist der wieder gut. So. Die erste Wand muss sitzen, ungefähr. Ein bisschen tiefer. Ja, ich bin dabei. Ja, komm, wir können es so lassen. Okay. Warte. Na, ah, jetzt habe ich schon gesetzt. Nee, mach mal ab. Oh nein. Obwohl, das ist schwer. Das sah eigentlich ganz gut aus, aber... Ja, das sollte gut sein. Okay, ich baue. Jetzt sag nichts Falsches. Aber das muss so gut sein. Okay. Oh. Wenn, dann ist es ein Millimeter schief. Hm. Aber das ist immer schwer, das jetzt liegt so. Kannst du jetzt, glaube ich, das ansetzen. Ist das geil, diese Funktion. Ah, jetzt haben wir aber hier, schwebt ein bisschen drüber. Ach, YOLO. War das egal? Ja. So, schauen wir mal. Das Haus einfach aus. Passt das so? Schau mal. Vom Boden her. Nicht, dass ich jetzt so nach vorne muss. Ein Stück nach vorne. Ah, nein, er macht es nicht mehr. Ich muss jetzt... Oh, nein. Ich kann das entweder komplett halt perfekt machen oder... Ja gut, dann... Ja, lass perfekt. Einfach manuell machen, oder? Was, ein Duell machen? Ja, genau. Ja, dann lass das eben manuell machen. Okay. Also wenn als Mediendesigner es nicht klappt, weißt du Bescheid. ja, da steht es wahrscheinlich jetzt links über, oder? Da steht's ja über. Ah, Mist. Aber wir können einfach nach bisschen. Ja, du kannst es nicht mehr verschieben, ne? Nee. Ja, oder ich mach's halt manuell. Ja, lass manuell einfach machen. Puh, gut. Okay, ja, das sieht gut aus. So, hier machen wir aber eine Tür rein. Also, das heißt, das hier bauen wir noch zu. Das müssen wir wieder manuell machen. Oder kann man das irgendwie hier... Ne, hier funktioniert es nicht. Jetzt ein bisschen tiefer machen und dann können wir bauen. Ah. Tiefer. Ja, ich muss aber meine Maus loslassen und die snappt dann wahrscheinlich weg. Kannst du nicht mit der anderen Hand so? Ja, ich habe immer... Nee, ich muss ja Steuerung... Achso, da ist ja auch eine rechte Steuerungstaste. So. Okay, jetzt hast du das eh schon hab ein ich? Bisschen falsch gemacht. Scheiße. Mach aber erstmal nach unten. Wie viel? Ziemlich viel. Nochmal. Hm. Also wirklich noch so 3 cm oder so. Noch weiter. Nicht erschrecken, dass den SUV, den ihr jetzt gleich schon hört, bin ich. Hm. Machst du noch ein bisschen tiefer. Jetzt nach Jasmin, Millimeter vorgehen. Ja, jetzt kannst du bauen. So ist gut. Okay. Hallo Perry. Ja, das passt, ne? Schau mal, das passt. Oder? Ist eigentlich ganz cool. Ja, da sieht man ja eh das nicht. Ja. Wir haben hier sogar einen Tannenbaum für Weihnachten. Nice. Ja, sonst hättet ihr die Bock ja nicht genommen, wenn der nicht da gewesen wäre. Genau. Oh, ich habe ein paar Tools gebracht, die habe ich hier in den Ural geparkt. Ja. Cinderblocks und Bucket of Mortar. Guck mal, unter dem Tannenbaum sind sogar jetzt Geschenke. Ach, das ist egal, mach einfach. Ja, das ist doch scheißegal. Die Ecke sieht eh keiner. Eben. Ich glaube nicht, dass hier jetzt der ganze Server hingeht und die Ecke anguckt. Ja, der war falsch gebraut. Was ist das denn? Was ist das denn? Hier spiele ich nicht. Gleich mal in die Luft jagen. Das geht gar nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier... Lass mal die Base campen, die hat eine schiefe Wand.
Ja, dann lässt man hier jetzt so eine Tür reinbauen. Jetzt guck mal, kennst du das hier? Ich kann es leihen, warte. Ich dir mal zeigen. Moment, das muss ich von hier aus machen. Wie ging das mal so? Nice. Ja, das habe ich am Anfang auch geschafft, aber aus Versehen. Manchmal slidest du so auf diesem, warte ich zu, alles ins, oder kannst du bei mir aus der Tasche nehmen? Ah ja, jetzt geht's. Für die Tür brauchen wir wahrscheinlich noch Metal Pole, aber haben wir jetzt. Ich habe sogar meine Waffe besorgt mit dem Schalldämpfer. Hier, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das geht. Ah, jetzt habe ich abgebrochen. Ach so, ja, weil du geschossen hast. Hast du ernsthaft eine Garage gebaut? Oder habe ich mich verguckt? Oh, Garage Doorway, nicht Doorway. Läuft bei dir. Läuft bei mir, ja. Können wir irgendwann auch mal gebrauchen. Das war schon scheiße. Ja, einmal verklickt, ey. Garage Doorway, den Doorway. Was für. 5 Gold ist ja nicht viel. Bisschen weiter nach links. Also nach links gehen, meine ich. Also. Genau so von. Also genau an der Stelle bleiben. Und jetzt kannst du eigentlich so bauen. Okay, Hubschrauber. Okay, ist weg. Dings. Schloss braucht man gar nicht zu bauen. Ja. Wird der eh in der Basis drin sein? Ja, aber so eine doppelte Sicherung halt. Aber nein. Ja, aber Combination Lock haben wir gerade keins. Okay, dann lass mal den Rest hier upgraden. Meinst du, die Cinderblocks reichen, wenn du auch noch welche hast? Nee. nee, vergiss es. Vier Stück für eine Wand. Vier Stück, ich dachte immer drei. Vier Stück und ein Bucket of Mortar. Und die da unten im Ural sind alle, die wir noch haben. Kacke. Ja, soweit zu der Base-Building-Folge. Es geht dann am Freitag natürlich weiter mit Base-Building. Wir werden bis dahin noch ein paar Materialien sammeln, dass wir auch gut weitermachen können. Und ja, das bedeutet, diese Folgen werden auch wieder in ein paar Teile unterteilt werden. Wie viele es werden, will ich diesmal nicht festlegen. Ihr wisst ja, wie es letztes Mal ausgegangen ist. Deswegen freut euch drauf. Und ja, ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und ihr kennt die Geschichte. Hashtag Daisy und so. Wenn ihr Bock habt, würde auf jeden Fall sehr helfen. Und ja, hier im Anschluss nochmal kurz. Wir hatten uns nochmal kurz Gedanken gemacht, was wir in der nächsten Folge machen könnten. Da jetzt noch ein kleiner Ausschnitt, wie wir uns das in Zukunft vorstellen. Damit ihr so eine Idee habt, was wir oder was ihr in der nächsten Folge erwarten könnt. Und von daher verabschiede ich mich schon mal und würde sagen, bis dahin, haut rein. Nee, guck mal, ich habe hierfür so gedacht, du hast ja diese Etagen, wo ich da hinschieße, ne? Siehst du ja diesen, wenn wir da so eine Metal Pole machen sozusagen, dann können wir unten Garage, also können wir hier unten Fahrzeug parken und darüber können wir dann einen Helikopter parken. Ah, sozusagen. Das ist echt eine gute Idee. Und dann können wir das einfach hier so zuziehen sozusagen. Ja. Das war hier so eine feste Mauer. Ja, und der Heli ist sogar geschützt. Das ist ziemlich geil. Ja. Und vor allem, den siehst du dann auch noch von oben. Genau, weißt du? Sehr geil. Okay, das machen wir.